Wenn ihr bei Warframe ein paar Tipps haben wollt, dann bleibt dran. Ich glaube, ich habe da was für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, was mit Warframe zu tun hat. Heute wollen wir uns mit dem Arsenal beschäftigen und ich muss mal gucken, inwiefern ich jetzt alles hier reinbekomme. Im Arsenal ist in erster Linie natürlich unser Warframe zu sehen. Der ist hier oben, Oberon, das ist meiner. Wenn ich da mit X drauf drücke, kann ich auch noch andere Warframes auswählen. Ich habe zum Beispiel noch den Excalibur, das ist der erste Warframe, den ich gespielt habe. Und den Oberon, den habe ich mir halt zusammengefarmt und dann nachher hergestellt. Das ist alles in-game so möglich, ohne halt hier die Platin auszugeben. Ne? Wollte ich dann nur mal erwähnt haben, um es nochmal zu verdeutlichen, dass Warframe nicht darauf angeht, oder das ist bei Warframe nicht unbedingt ein Muss ist, dass man hier echt Geld investiert, um halt vorwärts zu kommen. Das Einzige, was es halt ist, dass man mit echt Geld schneller vorwärts kommt. So, auf jeden Fall nehmen wir mal den Oberon. Ich meine, ist ja in dem Sinne egal. Und dann drücken wir bei Oberon oder halt beim Frame oben auf Dreieck und dort können wir unsere Verbesserungen reintun. Wie man sehen kann, meiner ist Level, was war das jetzt, 21. Und hier ist es noch nicht zu sehen, deswegen nehme ich jetzt den Excalibur, weil da habe ich ihn noch nicht reingetan. Der ist Level 22 und man sieht, ich habe 22 Punkte insgesamt. Und ich habe schon ein paar investiert, aber ich habe auch ein paar rausgenommen. Das hat damit zu tun, weil ich ja mit dem Oberon nur spiele momentan und den anderen halt nicht nutze. So, jeder Frame hat seine Kernfertigkeiten. Drücken wir es mal so aus. So, und ich mache jetzt hier erstmal alle entfernen. Ich mache jetzt mal alles raus, ganz einfach. So, jetzt sieht man, ich habe 42 Punkte. Das hat damit zu tun, weil ich oben diesen... um das nochmal zu zeigen, gehe ich nochmal zurück. So, Excalibur, verbessern. L2, ein Orokin-Reaktor, würde die Mods oder beziehungsweise die Mod-Anzahl oder die Punkte verdoppeln. Das heißt, daher, dass es bis Level 30 geht, ist es Maximum, kann man 30 Punkte einsetzen. Durch den Reaktor kann man die Punkte verdoppeln. Das heißt, dann wäre man bei 60 Punkte und man hätte 60 Punkte insgesamt, die man an Mods, die man mit Mods füllen kann, sozusagen. Ne? Nur mal so nebenbei. Dieser Reaktor, das wäre das Einzigste, wo man halt die Platin investieren würde. Man muss aber dazu sagen, wenn ihr das Spiel im Store kauft, beziehungsweise es ist eigentlich Free-to-Play, aber bei uns im deutschen Store ist es halt nicht so. Wir müssen 49 Cent latzen, was jetzt nicht gerade eine große Summe ist. Also das wohl weniger. Aber man bekommt dafür dann auch nochmal, ich glaube, 50 Platin dann noch gut geschrieben. Und diese 50 Platin kann man zumindest dann auch noch gut im Shop, im Marktplatz ausgeben. Zum Beispiel für diesen Orokin-Reaktor, der kostet 20 Platin. Aber man sollte ihn dann auch einsetzen, wenn man einen Frame dann wirklich hat und spielt, den man wirklich dann sehr lange spielen möchte. Und das habe ich dann zum Beispiel beim Oberon gemacht, weil der mir wirklich sehr viel Spaß macht. Das ist auch die neue Klasse, die ein Paladin ist. So, aber kommen wir jetzt nochmal darauf zurück. Also, ich habe 21 bin ich im Level, das heißt 42 Punkte habe ich zur Verfügung und wie ihr schon bestimmt bemerkt habt, hier sind solche Symbole und diese Symbolik sagt einfach nur aus, dass wenn ihr einen Skill benutzt, wie jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das hier, so meine Kernfertigkeiten ist hier Abrechnung, Heiliger Boden, Peinigen und Regeneration. Das kann man da dran sehen, weil es ja unten in der Ecke steht, Oberon, C1, Oberon, Oberon und Oberon. Wenn ich jetzt zum Beispiel, den Schwertstoß, der ist hier glaube ich nicht aufgelistet. Moment, da gehe ich nochmal eben kurz raus und gehe nochmal auf den Excalibur drauf, um das nochmal zu zeigen. Hier sieht man Excalibur und hier ist Warframe, das ist dann halt für alle. Aber Excalibur, das sind halt die Kernfähigkeiten vom Excalibur. Schwertstoß, radialer Schwert,
Wurf. Dann gibt es auch noch hier Supersprung und die radiale Blendung. So, aber kommen wir dann wieder auf den Oberon zu sprechen. So, auf jeden Fall, es hat damit zu tun, die Abrechnung würde mich 13 Skillpunkte kosten, sagen wir das mal so. Aber daher, dass ich das auf einem Feld einsetze mit denselben Markierungen, sprich mit diesen zwei Strichen da, kostet es nur die Hälfte. Damit, das wäre dann 7 Punkte. Dann haben wir hier noch den Heiligen Boden. Der hat auch diese zwei Striche, also 7 Punkte, 4 Punkte. So, dann haben wir hier Peinigen, 2 Punkte, braucht nur einen Punkt. Dann haben wir hier die Regeneration, natürlich wollen wir das auch einsetzen. Und somit haben wir dann auch 4 Punkte. Das ist dann dieses. Dann kann man natürlich schauen, was möchte man noch einsetzen. Was braucht man noch? Natürlich am Anfang muss man das nehmen, was halt man zur Verfügung hat. Bei mir ist es, ich habe ein bisschen mehr zur Verfügung, weil ich halt auch schon so ein bisschen was gemacht habe. Und ich nehme auf jeden Fall die Umlenkung. Die habe ich mir auch ein bisschen aufgepimpt. Dazu komme ich aber später, das ist Fusionieren. Obwohl ich da eigentlich jetzt gleich auch schon drauf eingehen kann, weil das halt auch ein Thema ist, was man auf jeden Fall hiermit im Arsenal mit bearbeiten sollte. Weil eigentlich das, was ich hier mache, macht man eigentlich in den anderen Fächern auch. Sprich für die Waffe, für die Zweitwaffe und halt auch für die Nahkampfwaffe. Dort funktioniert das eigentlich auch nach der gleichen Thematik. So, ich mache jetzt hier einfach die Vitalität rein und die Umlenkung rein und habe das auch schon soweit fusioniert, so dass es halt auch zumindest mit meinen Punkten da noch haushält. Da müsst ihr halt auch gucken, weil sofern ihr eure Skills fusioniert und dann halt auch in dem Sinne verbessert, kosten sie nachher auch mehr Punkte. Aber das werde ich euch gleich einmal verdeutlichen. So, wie ihr seht, ich habe Vitalität reingetan. Ich kann aber jetzt nicht nochmal Vitalität reintun, weil ich schon einmal reingetan habe. Also dementsprechend kann es nicht nochmal reingetan werden. So, schnelle Ablenkung machen wir auch noch mit rein. Und was haben wir hier noch? Das kann ich nicht reintun. Die Umlenkung ist schon drin. Dann wäre noch... Moment, da ist eine Aura, die habe ich gefunden. Die mache ich dann noch rein. Die erhöht meine Punkte. Ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, weil Scharfschützengewehre habe ich nicht wirklich drin oder benutze ich nicht. Deswegen, aber mir geht es auch nur darum, dass ich mal eine Aura drin habe, die dann auch meine Punkte erhöhen. Ich hoffe, dass ich noch eine Aura bekomme, die dann auch für mich dann von Nutzen ist. Es gibt halt auch Auren, die einen Energiereck geben oder einen Gesundheitsreck geben oder dann halt auch für Gewehre, für, so wie hier Scharfschützen, für Pistolen und so weiter und so fort. Also es gibt da für jeden was, für jeden ist da was mit dabei, aber man muss halt nur Dropglück haben in dem Sinne. Und deswegen einfach immer wieder farmen gehen und dann halt nur Glück haben. So, jetzt sieht man hier, ich habe jetzt soweit alles ausgerüstet. Wichtig ist am Ende Dreieck drücken, damit das auch dann wirklich alles drin ist. Wenn ihr euch wundert, Oberon, da ist rechts so eine 4 von 4. Das ist einfach nur, ich habe 4 Wiederbelebungen. Wenn ich halt unterwegs bin, kann ich diese Wiederbelebungen einsetzen, wenn ich sterben sollte und ich nicht wiederbelebt werde. Das Problem daran ist, man hat 4 Wiederbelebungen am Tag. Das heißt, wenn man sie verbraucht hat, sind sie weg. Und ich bekomme dann erst wieder nach 24 Stunden 4 neue. Ne? Sollte man aufpassen, wie man sie dann halt einsetzt. Wenn man stirbt und man belebt sich nicht wieder, ist jetzt im Großen und Ganzen nicht so schlimm. Wenn die Mission dann halt abgeschlossen wird, ist sie für euch dann auch abgeschlossen und ihr haltet in dem Sinne kein Manko, außer dass ihr dann wahrscheinlich keine Belohnung bekommen wird. Also keine Abschlussbelohnung in Form von Geld. So, wir schauen jetzt mal aber noch auf eine Sache und zwar die Fusion. Das heißt, wir drücken jetzt einfach mal R3 für die Mods. Und dann kommen wir hier in dieses Menü rein
und drücken dann hier auf Fusion. Das andere brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Umwandeln ist jetzt nicht erforderlich. Verkaufen, dort kann man dann halt Mods verkaufen, die man nicht braucht, wie zum Beispiel von Frames, die man halt nicht hat. Wie zum Beispiel hier gibt es von der Siren gibt es einen Mod, den ich nicht unbedingt bräuchte, den könnte ich dann verkaufen. Oder hier vom Djinn, das ist aber von einem Wächter. Hier eine Mac oder halt Excalibur, wenn man den oder wenn ich den jetzt halt nicht mehr spielen würde, da könnte ich den halt könnte ich die halt verkaufen. Oder ja, wie gesagt, also das, was ihr nicht gebraucht, brauchen könnt oder nicht mehr haben wollt, auch wenn ihr euch wundert, dass hier so viele von denselben drin ist und ihr euch denkt, wieso verkauft der die nicht, das hat schon seinen Grund. Deswegen, ich gehe jetzt hier auf Fusion und auf Warframe. Name. So, und ich möchte auf Peinigen, weil ich wollte Peinigen, wollte ich pushen. Hier ist Peinigen. Und Peinigen habe ich leider jetzt nur einmal. Deswegen nehme ich jetzt doch was anderes. Nehmen wir doch von einer Primärwaffe zum Beispiel hier die Kyro-Kugeln. Die sind ganz nett. Die machen Eisschaden. Und man geht jetzt einfach hin, wählt das aus, wählt den nächsten aus. Und man sieht, ist der Skill ist schon verbessert worden und der Eisschaden ist 30%. So, man kann das noch weitergehen. Das ist jetzt nur eine Vorschau, es ist noch nicht angewendet. Man sieht auch oben die Kosten, 600 Credits kostet das. So, jetzt machen wir noch eins rein und man sieht, dann füllt sich das zur Hälfte der Balken. Und dann noch eins rein und der Balken ist wieder voll und das zweite Kästchen ist ausgefüllt und 45% Eisschaden. Und es kostet jetzt 1800 Credits. So, wenn man jetzt auf zum Beispiel Quadrat dann drückt, anwenden, sind sie sicher. Ja, so, und damit haben wir Kyro-Kugeln gepusht. Was mit dazu kommt natürlich ist, wenn man hier guckt, Kyro-Kugeln kosten 4 Punkte normalerweise und jetzt würde sie 6 kosten. Dementsprechend solltet ihr dann wirklich schauen, ob ihr so viel pushen wollt, dass es dann auch reinpasst oder dass ihr erstmal aufpasst. Ne? So, ich wollte nochmal auf hier, Fusion, Warframe, das könnt ihr natürlich auch mit jetzt zum Beispiel Peinigen, ich will Peinigen halt nehmen und wie man sieht, ja, ich habe nicht wirklich was noch an Peinigen da, dafür gibt es dann aber die Möglichkeit Fusionskerne zu nutzen. Fusionskerne gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, in selten, gewöhnlich oder halt ungewöhnlich und so weiter und so fort. Es kommt darauf an, was ihr einsetzen wollt. Ich brauche eigentlich nur noch so ein bisschen vom Balken her und deswegen wäre hier so ein Mod, wäre glaube ich zu viel, um ihn zu pushen. Deswegen drücken wir nochmal X, um es zurückzunehmen und nehmen mal unten einen. Ja, da seht ihr, da wird, da nehmen wir einfach mal die Rarität in der Reihenfolge. Welches wurde jetzt genommen? Das wurde genommen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier und das hier. Und damit ist das dann auch gepusht. Anwenden, ja. Und damit ist dieses auch gepusht. Und man sieht, Peinigen 3 und es ist ein Level nach oben gegangen. Beziehungsweise das ist dann in dem Sinne auch das Maximum. Man kann jetzt da auch nicht wirklich sehen, ob da sich was getan hat, aber der Skill verstärkt sich auf jeden Fall. So, dann können wir hier noch auf Regeneration gehen. Das könnte man auch noch machen. Nicht Preis, Name. Wo ist es? Fusion. Da ist Regeneration. Ich habe das nicht nochmal, also muss ich einen Fusionskern nehmen. Und daher, dass ich da schon ein wenig mehr investieren will, nehme ich das, da sind dann auch 8 Punkte und das und das und damit ist dann die Regeneration auch hoch und meine ganzen Frame-basierten Skills sind jetzt auf Max in dem Sinne. So, dann könnte man auch noch schauen, die
Schild oder Lebenskapazität, obwohl ich eher glaube ich Leben. Also da habe ich 5 Punkte. Also 5 Punkte, die ich da drauf habe. Da könnte ich mal schauen. Warframe. Vitalität habe ich. Wo ist denn das? Ja, wo ist denn die Vitalität, die schon hochgepusht ist? Name. Da, Vitalität, das ist die hier. So, und dann haben wir hier noch welche. Wenn wir die jetzt mit reintun. Da kommen wir nicht wirklich vorwärts. Und ich möchte zumindest noch welche haben für den unteren Bereich, wenn ich mal neue Frames habe oder so. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal einen Fusionskern. So, und habe jetzt 200%. Setze die auch direkt ein. So, und wenn ich da mal zurückgehe, sehe ich, Vitalität ist gestiegen. Ich habe jetzt noch einen Punkt oben, vom Leveln her, den ich verteilen kann. Falls ich es vorhin noch nicht gesagt habe, ihr bekommt die Punkte jedes Mal, wenn ihr ein Level aufsteigt. Und ja, deswegen, ne? Dies gilt dann auch halt für die Waffen, wenn die im Level aufsteigen. Und die Umlenkung möchte ich aber auch noch verbessern. Deswegen Warframe fusionieren. Name. Die Umlenkung kostet 10 Punkte. Die darf jetzt auch nicht mehr als einen steigen. Rarität. Wie man sieht, ich brauche unheimlich viele Fusionskerne. Das lohnt sich schon fast gar nicht, das zu machen. Da, also das ist unheimlich viel, was ich investieren muss. Da werde ich erst wieder Fusionskerne farmen müssen oder sammeln müssen, damit sich das wieder lohnt. Weil wie gesagt, ich habe jetzt hier... Wenn man hier sieht, ich habe 2, 4, 6, 7 Fusionskerne schon eingesetzt, 14, hier unten glaube ich auch, 15, 16 und da noch eine Karte und ich habe noch nicht mal die Hälfte voll. Also daran sieht man schon, wie viel man später einsetzen muss für die höheren Sachen. Also das ist wirklich übel. So, das ist auf jeden Fall zu den Fusionen und halt für den Frame. Wie gesagt, das Ganze funktioniert dann in dem Sinne für die Waffen genauso, obwohl bei einigen Waffen auch keine Symbole oben in der Ecke stehen. Deswegen muss man dann halt schauen, wenn man dann auch seine Waffe gelevelt hat, wie jetzt hier, ich habe jetzt die Breton, die habe ich mir damals gekauft für 15.000 oder 20.000 Credits, die würde ich auch empfehlen zu kaufen. Und hier sieht man, was ich hier alles an Skills reingebastelt habe. Hier kann man natürlich auch hingehen und ein Orikin-Beschleuniger reintut, um dann halt noch die Punkte zu verdoppeln. Oder halt auch noch eine Forma reinzutun. Das ist so eine Art Prestige-Modus für die Waffe. Wo man dann nachher auch noch Symbolik in die Waffen reinbauen kann. Um dann halt auch noch mehr, mehr Spielraum zu bekommen. Das gilt genauso für die... für die Zweitwaffe und natürlich auch für die Nahkampfwaffe. Dann habt ihr noch einen Wächter. Den Wächter könnt ihr entweder hier für Platin holen oder halt im Marktplatz eine Blaupause kaufen und euch dann den Wächter herstellen. Hier ist noch Inventar, was ihr alles so Inventar habt und könnt dementsprechend dann auch verkaufen, wenn ihr wollt. Die Mods, das sind die ganzen Mods, die in dem Menü, wo wir vorhin schon drin waren, Fusion und so weiter und so fort. Und hier die Ausrüstung, die ihr dann auswählen könnt, um mit der ihr dann auch unterwegs dann auch so drauf zugreifen könnt, wie zum Beispiel, es gibt so nette Gimmicks, wo Teamgesundheit gegeben wird oder Teamenergie oder halt Teammunition.
wo ich finde, dass das gar nicht mal so schlecht ist und so verkehrt ist. Und ja, im Großen und Ganzen, das war es eigentlich von meiner Seite aus für das Arsenal. Es ist doch etwas länger geworden, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber ich hoffe, dass euch zumindest es ein Einblick gegeben hat, wie das funktioniert beim Arsenal. Und ich hoffe, dass ich alles abgedeckt habe. Wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein oder mir PPM. Das bleibt euch überlassen. Ansonsten lasst einen Daumen da, das würde mich echt freuen. Oder halt auch ein Abo, es wird auch weitere Sachen geben und auch zu anderen Sachen. Ansonsten schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/xmap. Und ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich bin damit raus. Ciao, tschüss, bis demnächst.